zehnte Kapitel ist, wie soll sich derjenige, der Gläubige, wie soll er gegen denjenigen sein, die ihn beleidigen? Wir haben gelernt, Gemara, Yoma, Seite 38a, En Adam nogea bamuchan lachavero, wenn Malchut nogat bachaverta afiru kimlo anima. Du kannst, niemand kann von jemand anderen etwas nehmen. Und kein Königreich greift das andere Königreich nicht einmal so viel wie ein Haar. Du kannst nicht von ihm, nicht 1000 Euro, 10, nein, sondern nicht einmal ein Haar kannst du von ihm nehmen, was für ihn bestimmt wurde. Das, was für den Menschen bestimmt wurde, das wird er bekommen, das wirst du bekommen und du kannst von keinem etwas entnehmen, was für ihn schon bestimmt wurde. Und deswegen, auch wenn jemand jetzt hinter seinem Stolz, hinter seiner Ehre herrennt, wird es ihm nicht helfen, denn das, was für ihn zugestimmt wurde, das wird er bekommen. In der Heiligen Schrift wird erzählt über König David. David der Melech, er ist auf der Flucht von seinem Sohn. Sein Sohn Absalom will ihn töten. Er ist jetzt in Lebensgefahr. Und er ist trauernd und läuft weg. Und all die mit ihm sind, sind jetzt in Trauer, in einer schlechten Lage, schlechten Position jetzt. Barfuß. Barfuß, ohne Schuhe, weinend. Und als sie zu einem Platz namens Bachurim kommen, kommt ihm entgegen Shim'i ben Gera. Shim'i ben Gera kommt ihm entgegen. Vaisakel ba'avanim et David. Er schmeißt auf David Steine. Ved kol avdei ha'melech David. Und all seine Diener. Shalom alechem. Boah, tikanzo, tikanzo. Kommt zurück. Veko amar Shim'i bekalelo. Tse, tse, ish ha'damim. Ve ish ha'belial. Verschwinde, du Mörder, du Isha Belial. Eshiv alecha Hashem et kol dmei bet Shaul asher malachta tachtav. Gott bezahlt dir jetzt zurück für all das, was du Shaul und deinen Kindern angetan hast. Viten Hashem et hamelucha b'yad Avshalom. Deswegen jetzt dein Sohn Avshalom will dich töten und Gott wird die Herrschaft den Avshalom geben. Jemand, jetzt nehmen wir jetzt die Situation von David HaMelech. Er ist jetzt auf der Flucht. Sein Sohn will ihn töten. Trauer, auf der Flucht, in Angst. Die Emotionen sind jetzt, jede Kleinigkeit wird ihm jetzt aufregen. Und jetzt kommt jemand und beginnt ihn zu beschimpfen, zu beleidigen, schmeißt auf ihn Steine. Ein normaler Mensch, wie sollte ein normaler Mensch reagieren? Ein normaler Mensch flippt aus. Was soll das sein? Du sagst mir so etwas, er ist noch König. Jeder normale Mensch wäre ausgeflippt. Kommt Abishai, Ben Zuria, sein Minister, sagt ihm, sein General, sagt ihm, Lama yekalela kelev amet azet Adoni HaMelech. Dieser tote Hund, er ist schon tot für mich. Dieser tote Hund, wie wagte er es, den König so zu fluchen? Lass mich nur jetzt vorbeigehen und ich mache ihm das, was die Isis machen. Kopf weg. Eigentlich, David der Melech sollte damit einverstanden sein. Mit all den Emotionen, mit all dem, was er jetzt fühlt. Ja, das geschieht ihm recht. Und von der Tora auch. Und von der Tora, ja. Jemand, der den König beleidigt, ist der Tod, ist des Todes schuldig. Aber David HaMelech sagt, nein, ich werde mich nicht jetzt bei ihm rächen. Er wird auch nicht wütend. Ich will jetzt uns sehen in dieser Situation. Er wird nicht wütend. Er ist ganz normal und sagt ihm nein. Du tust ihm nichts an. Für David HaMelech ist es klar, dass wenn jemand kommt
und dich flucht, wenn jemand kommt und dir irgendeinen Leid antut, wenn jemand kommt und dich beleidigt, dich beschimpft, er tut es, weil er der Bote Gottes ist. Er ist ein Bote Gottes, um mir jetzt meine Schulden zu bezahlen. Ich bin jetzt schuldig. Ich musste von Gott einen gewissen Leid bekommen. Er ist derjenige, der jetzt mich flucht. Er ist derjenige, der jetzt mich anschreit, mich beleidigt. Er ist nur der Bote. Warum soll ich auf ihm jetzt böse sein? Warum soll ich jetzt auf ihm wütend sein? Auch jetzt sich rächen, tut damit der Melech nicht. Sich rächen, das ist das, es gibt nichts Süßeres als die Rache. Sich rächen auch nicht. Warum? Was bringt es mir jetzt? Der Grund, ich muss zu den Wurzeln gehen. Warum ist er jetzt gekommen, um mich zu beleidigen, um mich zu beschimpfen? Der Grund ist, ich habe vor Gott irgendeine Sünde gemacht, ich weiß nicht was. Ich bin bei Gott schuldig. Und deswegen, ich musste so einen Leid bekommen. Wäre ich nicht schuldig, hätte ich diesen Leid nicht bekommen. Oder wäre vom Himmel nicht bestimmt, dass ich diesen Leid verdient habe, hätte ich diesen Leid nicht bekommen. Das heißt, von meiner Seite muss ich sehen, warum musste ich diesen Leid bekommen. Er, mit dem habe ich nichts zu tun. Er ist nur der Bote Gottes, der mir jetzt dieses Leid antut. Und wenn nicht er, kann es jemand anderer sein. So muss jeder Gläubige, jeder, der sagt, ich glaube an Gott, so muss jeder Gläubige denken. Nicht böse sein auf denjenigen, der jetzt dich kommt und dich beschimpft, der dich kommt und nicht böse auf ihn sein. Aber mal schauen, Moment, wo bin ich schuldig? Derjenige, der schimpft oder beleidigt, macht er da eine Abira? Jetzt. Er aber selbst, das ist schon sein Problem. Er ist jemand, der ein Mensch ist, der einen freien Willen hat, ob das Gute zu wählen oder das Schlechte zu wählen. Wenn er jetzt wählt, das Schlechte zu tun, macht er das aus seinen eigenen Willen. Aber ist er der Bote? Noch einmal, für dich ist er der Bote. In deinen Augen, es gibt da zwei Augen. Es gibt deine Augen und seine Augen. In deinen Augen, er ist nur der Bote, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich muss schauen, mit demjenigen, der es geschickt hat. Wer hat es geschickt? Gott hat ihn zu mir geschickt. Das heißt, ich habe irgendein Problem mit Gott, nicht mit ihm. Ich habe irgendwas getan, was Gott für richtig gehalten hat, ihm nachher deswegen zu schicken, damit er mich beleidigt. Aber Sie müssen sagen, wer dieses Shimon ben Gera war. Das war nicht einfach. Oh, noch dazu, das ist jetzt, Emmanuel, jetzt gießt noch ein bisschen Benzin auf die Flamme. Noch dazu, wenn es jetzt irgendjemand gekommen ist vom Markt, der ein Unbekannter kommt und ihn beschimpft, nun, noch ein Trottel mehr beschimpft, ist egal. Shimi ben Gera, er war einer von den Sanhedrin, von den ganz Obersten. Er war der Lehrer von Shlomo HaMelech. Das ist nicht irgendeiner, der von draußen gekommen ist. Ein weiser, gescheiter Mann kommt und neben all seinen Leuten beschimpft ihn. Das war eine Schande. Trotzdem, auch da, David der Melech sagt, Moment, er ist nur der Bote. Ja, er ist nur der Bote. Wie sagt er? Ki Hashem amar lo kalel. Gott hat gesagt, er soll fluchen. Und wer sie, soll sich Gott widersprechen. Das ist in deinen Augen. In deinen Augen musst du sehen, er ist nur der Bote. Er tut nur das, was Gott für ihn geschickt hat. Er selbst aber hat ein Problem mit Gott. Er hat ein Problem mit Gott, weil er hat den freien Willen. Er mit seinen freien Willen hat entschieden, das Schlechte zu tun, dir das Böse anzutun. Er wird nachher dafür bestraft. Aber das, lass Gottes Angelegenheit sein. Gott wird nachher für ihn irgendjemand anderen bringen, der ihm dieses Leid zurückbezahlt. Darum, wenn David HaMelech jetzt ihm zurückbezahlt, ihm zurückbeschimpft, was passiert dann? Kommt der Nächste. Dann ist er nachher derjenige, der den freien Willen hat und seinen freien Willen beschimpft er nachher Shimi ben Gera, beschimpft er ihm zurück. Das heißt, verdient hat er davon nichts. Das, was er bekommen sollte, hat er bekommen und einen Verdienst hat er dabei nicht, sondern nur einen Verlust, dass vielleicht noch er selber nachher für diesen freien Willen, den er gemacht hat, noch bestraft wird.
Obwohl, wie schon gesagt, Megalgelim Zchut al-Yedei Zakai v'Chova al-Yedei Chayav. Das Gute kommt durch Gute und das Böse kommt durch Böse. Das heißt, normalerweise gute Menschen, Gott bringt sie nachher dazu, die guten Boten zu sein, um etwas Gutes zu tun, damit sie nachher mehr Verdienste bekommen. Rabbi Chananya ben Achasha Omer, Ratzak, Kadosh Baruch Hu Lezakot Israel. Gott wollte Am Israel viele Verdienste geben, deswegen hat er ihnen viele Mitzvot gegeben. Das heißt, du machst eine Mitzvah und durch diese Mitzvah bekommst du einen Verdienst, dass du nachher noch eine andere Mitzvah machst. Das heißt, die Mitzvot, das Gute wird durch gute Menschen kommen. Und das Böse wird durch Böse. Man fragt, Paro, er hat 10 Plagen bekommen. 10 schreckliche Plagen. Wieso? Weil er stur war und er hat nicht Am Israel weggehen lassen. Aber wie? Noch vorher, 190 Jahre davor, hat schon Gott Avraham Avinu gesagt, 400 Jahre davor, hat schon Gott Avraham Avinu gesagt, dass deine Nachkommen, sie werden versklavt in einem Land, das nicht ihnen gehört, und Wavadum, Veinurtam, und sie werden sie versklaven. Das wurde schon im Vorhinein bestimmt. Was kann der arme Paro? Wieso muss er jetzt bekommen eine Strafe dafür, dass er jetzt die Juden quälen lassen hat? Sondern Megalgelim Chova al-Yedei Chayav. Das Böse kommt durch die Bösen. Und deswegen die Bösen werden nachher bezahlen dafür, weil sie es mit ihren Freunden gemacht haben. Talmud Sanhedrin, Seite 7a, steht geschrieben so. Deshama ve'adish chalfua bishte mea. Derjenige, der hört und adish schweigt, 100 schlimme Sachen, die auf ihn zukommen sollten, bringt er von sich weg. Das heißt, wenn du jetzt sitzt und hörst, jemand kommt und beschämt dich, jemand kommt und flucht dich, erniedrigt dich, du, so einer und so einer und so einer. Und ich habe dich gesehen, dass du das und deine Familie, deine Mutter und... Du hast etwas zu sagen, aber wie sagt man das heute? Du bist cool. Schweigst. Chalfua bishtemea, 100 schlimme Ereignisse, die auf dich zukommen sollten vom Himmel, kommen von dir weg, werden von dir abgeschafft. Rashi sagt, Ashraf sheshomea cherpato veshotek. Glücklich ist der Mensch, der seine Beschämungen oder seine Erniedrigungen, die er hört, und schweigt. Ja, glücklich ist er sicher nicht. Glücklich! Ashraf, sagt Rashi. Warum? Halchu lahem beshtikato mea ra'ot shayu ba'ot alav. Deswegen. 100, deswegen, sagt Rashi, deswegen. Und das wüsste ich. 100 schlimme Ereignisse, die auf dich zukommen sollten. Kannst du mit einem Schweigen, kannst du loswerden. Ist das nicht gut? Wurde Chasve Shalom wurde auf jemanden bestimmt, er muss in Konkurs gehen. Er muss im Krankenhaus sein, er muss schwer verletzt sein, er muss mit seinem Herzen Probleme haben, er muss Ulkus haben, er muss... Das war noch 5-6. Das war jetzt nur 5-6. 100 solche schlimme Sachen. Mit einmal Schweigen. Jemand beleidigt dich, du schweigst und sagst nicht zurück. Obwohl du was zu sagen hast. Obwohl du im Recht bist. Obwohl du im Recht bist und obwohl er im Unrecht ist. Du schweigst, bekommst du nachher. Aber du musst da nicht mit ihm reden. Du kannst nicht verzeihen, musst aber nicht mit ihm reden. Jetzt, das ist sehr schwer. Jetzt das, dieses Schweigen, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Sachen. Ein Dieb kommt zu dir und du bist ein reiner Mensch und er beschimpft dich vor allem, du bist ein Dieb. Du kannst sagen, ich habe jetzt eine Kamera dort, wo ich aufgenommen habe, wo du gestohlen hast. Du kannst es jetzt sagen, aber du schweigst. Schwierig, er beleidigt dich vor allen Leuten. Du schweigst, sehr, sehr schwierig, aber du sollst wissen, das, was du dabei verdienst, ist um viel, viel mehr wert. Es gibt doch Kriterien natürlich. Keine Kriterien, schweigen. Punkt. Dann bestätige ich ja. Nein, sollen sie denken, was sie denken. No, und je stärker diese Beschämung ist, mit Bestätigen und so, je stärker diese Beschämung ist, desto mehr Macht hat sie nachher, dass du
nach deine Wünsche wünschen kann. Zum Beispiel bei uns in der Kehle ist es so ein Problem, sobald einer auch was Falsches über jemanden sagt, nehmen alle Leute, dann bleibt dieses Stigma für ihn. Ich sage dir ein Beispiel mit mir. Als ich noch in Israel gelebt habe, gab es einen kleinen Konflikt zwischen mir und jemand anderem. Einen kleinen Konflikt. Und er hat behauptet etwas, was nicht wahr war. Und plötzlich irgendwie ist eine kleine Explosion gekommen. Und Leute kommen zu mir und fragen, was ist passiert? Was ist? Na, alles in Ordnung, ist nichts passiert. Und er ist überall gegangen, ja, ja, Rabbi, ja, er hat das und das gemacht und er hat das und das gemacht. Und Leute hören ihn an, kommen zu mir und versuchen von mir irgendetwas rauszubringen. Ich sage, alles ist in Ordnung. Und ich habe mich auch so verhalten. Ist nichts passiert, alles ist in Ordnung. Wir sind gute Freunde, obwohl wir da wirklich in einem großen Crash waren. Wir sind gute Freunde, alles ist in Ordnung. Und jetzt, auch die Sachen, die ich wollte sagen, ja, die ich irgendwie gedacht habe, ich werde sagen, ich werde mich so beschützen und werde sagen, dass er das gemacht hat. Und alle sollen wissen, was für ein Mensch er wirklich ist. Und ich habe da einen Beweis, dass er das gemacht hat. Auch die Sachen, die ich sagen wollte, die Sachen, dass die Leute nachher von sich selbst rausgebracht haben. Ah, ich bin mir sicher, weißt du, er hat sicher das und das gemacht. Deswegen bist du auf ihn böse. Nein, nein. Ah, und je mehr du schweigst, die Fantasie von den anderen hat begonnen zu spielen, da musste ich jetzt irgendwie aufhören. Ich habe gesagt, du, komm, zeig mir den Leuten, alles ist wieder in Ordnung, weil es wurde schon übertrieben. Man hat schon über ihn solche Sachen begonnen zu sprechen, obwohl ich geschwiegen habe. Sie haben von ihrer Fantasie, ah, er hat sicher das gemacht und sicher, ach, wir kennen ihn, wir kennen dich, es ist sicher bei ihm. Und deswegen, ich muss das nachher, nein, nein, alles ist in Ordnung, es stimmt nicht. Aber du hast gesehen, dass die Fantasie von den Leuten durch dein Schweigen, sie wird nur noch mehr erregt und noch mehr erhöht. Schweigen ist besser. Und das ist, was geschrieben steht. Potermain Reshit Madon, Buch Mishle Shlomo HaMelech. Potermain Reshit Madon, Notrikon, Reshit Madon, Meadinin, Rosh Meadinin. Das heißt, derjenige, der seinen Mund mit Wasser füllt, in der Zeit von einem Streit und nichts zurück erwidert, derjenige, Reshit Rosh Meadinin, 100 schlechte Sachen, die auf ihn zukommen sollten, können von ihm entfernt werden. Und ich habe schon gedacht, ich sei die Beleidigung. נתן לי סיכה עם לי שערו. אני שבח. Es ist sehr berühmt schon, es war eine Geschichte mit Rav Chaim Kanievski. Ein Ehepaar hat über 16 Jahre keine Kinder gehabt. Und die sind zu Rav Chaim Kanievski gekommen, Shem Shlach Refuah Shlema, sind zu ihm gekommen und gesagt, wir waren schon bei allen Rabbinern, wir waren bei allen Kabbalisten, bei allen, alle Sgulot haben wir schon gemacht, alle Ärzte, alle 16 Jahre keine Kinder, Rebbe, rette uns! Er sagt, wenn du jemanden siehst, ich kann dir nicht mehr helfen, ich kann dir nicht helfen, aber wenn du jemanden siehst, der irgendwo beleidigt wird in der Öffentlichkeit und nichts zurücksagt, bitte ihn, dass er dich segnet und besser der Shem, la Shem Aishua. Sofort im Moment. In diesem Augenblick. Wo soll ich jetzt einen finden? Ein paar Tage später bei einer Hochzeit, er sieht plötzlich, jemand sitzt dort. Und einer kommt zu ihm während der Hochzeit. Hunderte von Leuten sitzen dort und beginnt ihm zu schimpfen. Du, das und das. Und der eine schweigt. Er sieht das, er erinnert sich sofort an die Wörter von Rav Chaim. Sofort er rennt zu ihm hin. Bitte antworte nicht. Mensch, wer ist das? Ich kenne ihn nicht. Nein, bitte nicht antworten. Bitte. Nun, der andere hat sich nachher beruhigt, ist weggegangen. Er sagt, bitte segne mich. Ja, ich bin ein ganz normal, einfacher Mensch, was soll ich segnen? Nein, nein, segne ich, werde nachher erzählen. Sag, Mische Berachamotenu, er war auch nicht jemand, der segnen kann. Sag, Mische Berachamotenu, Gott soll dich segnen, du sollst Kinder bekommen. Mische Berachamotenu, Gott soll Kinder bekommen. 9 Monate später war Brit Mila von ihm. Hat seine Frau ein Kind bekommen, Brit Mila gemacht. Das Ganze hat erzählt diese Geschichte Rabbi Yitzchak Silberstein. In seinem Buch, Alein und Shabbach, hat diese Geschichte erzählt. Und jemand, der diese Geschichte gelesen hat, auch er hat das gemacht.
Auch er irgendwo, jemand hat beleidigt, ist gekommen, bitte segne mich. Und er erzählt nachher in den letzten Büchern nachher erzählt er, dass auch derjenige, der von diesem Buch, von dieser Geschichte gelernt hat, bei ihm war genau dasselbe, auch nach sehr vielen Jahren hat er ein Kind bekommen. Du siehst. Also egal, was man sich wünscht, das kommt. Wünsch dir etwas, was du nutzen kannst. Aber egal, was du, warum das wird. Alles, was du dir wünschst. Ja, nein, nicht das gut. Warum wirkt das? Wenn in dem Moment wird er von all seinen Sünden befreit, quasi, er ist wie ein Engel. Sauber. Und alles, was er sagt, wird sofort. Er steht doch geschrieben. Gut, Mann. Er steht doch geschrieben. Es steht doch geschrieben im Talmud, Shabbat Daf Pechet, Seite 88. Es steht geschrieben. Hane'elavim ve'enam olvim. Shomim cherpatan ve'enam meshivim. עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר ואוהביו כי צאת השמש גבורתו. הנעלבים ואינם עולבים, דיינגן, די בליידיקט ואדם, ומיך בליידיקט. דיינגן, די אירי בשמונגן אדהן, ומיכץ אנטוואט. דיינגן, די אוס ליבטון. מה עשתו? Gottes Dienst. Ja, die Mitzvot und alles. Die tun es als aus Liebe. Usmechim beisurim, wenn ihnen ein Leid kommt, sie fluchen nicht. Sie sind dankbar mit dem Leid. Danke Gott, dass du mir das angetan hast. Alehema katuv omer, über die wird der geschriebene Vers lautet, der geschriebene Vers. Ve ohavav kezet ha-shemesh bigmurato. Und seine Liebe. Gott nennt diese Menschen seine Liebe. Lieblinge. Seine Lieblinge, so wie die Sonne mit Kraft rauskommt. So sind die. Das heißt, die Sonne. Die Sonne. Es ist, muss nicht, es ist, immer kommt sie vom Osten nach Westen, jedes Mal. Ohne dass sie jetzt irgendjemand aufhalten kann. Niemand kann die Sonne bedecken. Die Sonne scheint, niemand kann sie bedecken. Ja, das erinnert mich an eine Geschichte, war mit Rabbi Yosef. Allah Bashulam, morgen ist eine Jahrzeit. Rabbi Yosef, als er jung war, er hat geschrieben, seine Allahot hat er geschrieben, und es waren einige Gesetze, wo er, laut dem, was er gelernt hat, andere große Rabbiner widersprochen hat. Und da, zu seiner Zeit, große Rabbiner sind gekommen und haben ihm abgewischt. Ja, aber du, wie sagt man das heute? Rotzfuhr. Ja, Saplerk, wer bist du überhaupt? Was machst du? Du mit deinem Alter, schau, da gibt es Leute mit einem weißen Bart. Und wer? Er aus dem Leid, das er bekommen hat, mit dem. Aus dem Scham, aus dem Kehl, aus dem Schmerz. Ist krank geworden. Krank geworden, ein paar Tage ist nicht gekommen in Bet Knesset, ich war gelegen, flach. Und es haben gehört, die großen Rabbiner, Rabbi Ezra Atiya, Rabbi Yehuda Zadka, die haben das gehört, dass der Rabbi Yosef ist krank. Er war damals ein junger Mann, 17, 18 Jahre. Sie kommen zu ihm hin und dort haben sie gesagt, Rabbeinu Obadiah, deine Sonne hat schon begonnen zu leuchten, zu scheinen. Deine Sonne hat schon begonnen zu scheinen. Wer glaubst du, kann sie bedecken? Aus! Deine Sonne hat schon scheint schon. Keiner kann sie mehr decken. Und wir sehen bis heute, Baruch Hashem, der große Rabbi Yosef. Das heißt, wenn die Sonne scheint, kann man sie nicht bedecken. Sie ist unbedeckbar. Genauso diejenigen, die erniedrigt werden und schweigen. Diejenigen, die Freude haben an ihrem Leid. Warum Freude an dem Leid? Wie kann man dazu kommen, Freude an einem Leid zu haben? Ich habe Schmerzen, ich habe da und dort, hier tut es mir weh, hier habe ich zu wenig Geld. An dem Leid, weil du weißt, wer schickt dir diesen Leid? Diesen Leid bekommst du von Gott. Und er hat auch einen Sinn, wieso er diesen Leid gegeben hat. Über dich steht geschrieben, all diese Verse. So wie die Sonne, dass niemand sie bedecken kann. Steht geschrieben, im Namen von Arisa. Das war Rabbi Avraham Galanti, ein Schüler von Aramak HaKadosh, schreibt so. Bechol ha-tshuvot sheba'olam.
המעולה שבכולם למרק החטאים והפשעים והזדונות. Wir wissen, dass es gibt bei uns das Gebot der Tshuva. Egal, welche Sünde wir gemacht haben, egal, was, wie schlimm diese Sünde war, Gott sagt uns, Tashev Enosh Ad Daka, über jede Sünde kannst du Tshuva machen. Du kannst eine Reue machen, Chatati, Abiti, Pashati, es bereuen, ich werde es nie wieder tun, auf sich nehmen, es nie wieder zu tun. Du, Gott wird dir verzeihen. Aber es gibt außer der Slicha, außer der Verzeihung, gibt es noch Kapara. Ja? Kapara, das bedeutet Sühne. Außer der Verzeihung gibt es noch die Sühne. Was ist der Unterschied zwischen der Verzeihung und der Sühne? Verzeihung, Gott hat dir verziehen. Aus, du bist schon rein, clean. Nein, ist nicht, du bist nicht ganz rein. Gott hat dir verziehen, das ist eine Sache. Du wirst nicht bestraft, er hat dir verziehen, aber der Schaden ist ja noch da. Als Beispiel. Vater sagt seinem Sohn, fahre nicht mit dem Auto, das Auto frisch nach dem Test, und ich will, sein Motor ist ein bisschen alt, ich will nicht, dass du mit ihm fährst, du kannst es kaputt machen, weil du fährst sehr wild, ich habe Angst, dass du das Auto kaputt machst. Der Sohn hört nicht auf den Vater, nimmt das Auto und mit Vollgas, mit seinen Freunden macht er sich wichtig, und am Ende, Motorschaden ist kaputt. Nun, Vater kommt nach Hause, wo ist das Auto? In der Werkstatt. Warum? Weil der Sohnemann hat es genommen, ohne zu fragen, obwohl es der Vater verboten hat. Jetzt, der Sohn kommt nach Hause und er hört schon, dass der Vater stinksauer ist. Vater ist böse. Was macht jetzt der Sohn, wenn er gescheit ist? Er kommt und beginnt zu weinen. Papa, ich wohne, weint. Der Vater sieht, was ist los? Tut mir leid, Papa, wirklich, es war, ich war dumm, ich habe einen Blödsinn gemacht, ich werde es nie wieder machen und. Nun, Papa ist barmherzig, sagt, wenn er sieht das, das wirklich vom ganzen Herzen, sagt er, weißt du was, okay, ich verzeih dir. Der Vater verzeiht ihm, aber der Schaden, ein paar 1000 Euro, der ist jetzt da. Wer wird es bezahlen? Um es zu bezahlen, musst du es wieder gut machen, das ist diese Sünde, diese Kapara. Es wieder gut machen. Zum Beispiel. Taschengeld streichen. Nein, nicht das. Das ist eine Bestrafung. Das ist eine Strafe. Das Wiedergutmachen, den Schaden zu bezahlen. Wie viel es kostet? Du musst jetzt von irgendwo Geld besorgen. Autofahren tut jemand, der schon über 18 ist. Das heißt, er kann irgendwo einen Nebenjob finden und diesen Schaden begleichen. Das ist die Sühne. Aber Gott sagt jetzt, ich werde dir verzeihen, deine Sünde. Du hast Tshuva gemacht vom ganzen Herzen, geweint, verzeihen. Aber der Schaden, er ist noch da. Dazu braucht man auch Kapara. Was ist Kapara? Ja, es gibt laut der Kabbalah, gibt es für jede Sünde gibt es eine bestimmte Kapara. Zum Beispiel, für eine Sünde musst du 84 Tage musst du fasten. Es gibt Sünden, da musst du so und so viele Tage fasten, so und so viel, du musst du in kaltes Wasser dich eintauchen, ja. Für jede Sünde gibt es ihre eigene Kapara, wie man es wieder gut machen kann. Strafe? Nicht Strafe, es ist das. Es wieder gut machen, die Sünde, Kapara. Ich kenne schon so kalte Wasser. Kommt drauf an. Kapara. Jetzt, sagt Rabbi Avraham Galanti, ein Schüler von Ramak HaKadosh, im Namen von Arizal, das heißt die ganze Kabbalah, und er, der Arizal, hauptsächlich hat all diese Kaparote gegeben. Bechol ha-tshuvot sheba'olam, ha-me'ula be'kulam le'marek ha-chatayim ve'peshayim ve'zedonot. Von all diesen Sünden, die Tshuvot, die man macht, das Allerbeste ist Chatayim, Peshayim ve'zedonot. Die Sünden, die man unabsichtlich gemacht hat, die Sünden, die man absichtlich gemacht hat, und die Sünden, die man nicht nur absichtlich, weil man hungrig war oder weil man Lust dafür gehabt hat, sondern absichtlich, um zu ärgern, um zu zeigen, ich bin der Boss, ich bin, Hasva Shalom, stärker als Gott. Sogar für Peshaim, um diese Sünden wieder gut zu machen, hi Svilat ha'elbonot achirufim ve'agirufim. Wenn jemand dich beleidigt, beschämt oder flucht und du schweigst und redest nicht zurück, das ist
die beste Kapara und die beste Sühne. Egal welche Sünde. Hat er nicht geschrieben? Was ist da nicht geschrieben? Es gibt Sünden, die unverzeihlich sind. Tashel Enosh, Tashel Enosh Ad Daka. Es gibt zwei. Es gibt jede. Ich glaube, einer von denen ist Eshet Ish zum Beispiel. Es gibt für jede Sünde, die man gemacht hat, egal wie schlimm es ist, egal wie schlimm es ist, hat man dafür eine Gelegenheit, Tshuva zu machen. Zum Beispiel, Jerobam ben Nevat. Jerobam ben Nevat, sehr gescheiter Mann, er sollte König sein. Jerobam ben Nevat, er hat das ganze Volk Israel zum Sünden gebracht. Er hat überall goldene Kälber aufgestellt und gesagt, das ist jetzt euer Gott. Abu Dazara. Okay. Und Jerobam ben Nevat, Gott kommt zu ihm selbst. Er hat ihn an seinem Gewand gehalten. Sagt ihm Jerobam, Chazor Becha, mach Tshuva. Und wenn du Tshuva machst, du, ich und David der Melech, wir werden gemeinsam im Paradies spazieren. Was hast du gesagt? Wer? Und dann sagt er im Moment, wer ist am Anfang? Mibarosch? Wer ist als erstes? Wer geht als erstes? Wer geht vor? Aber er hat schon gesagt, du, ich und David der Melech. Das heißt, wer ist als erster? Du bist als erster. Ich will es noch einmal hören. Wer ist als erster? Sagt Gott, David der Melech ist als erster. Sagt er, wenn es so ist, will ich nicht. Willst du nicht, dann bleib dort, wo du bist. Und am Ende ist er drin. Seite 90 steht geschrieben, Ein Loch Chelek bei Olam Abba. Jerobam ist einer von denen, die kein Olam Abba haben. Der Einzige? Kein Nächste, kein Olam Abba. Nein, aber er hat die Gelegenheit gehabt. Er hat, weil er keine Tshuva gemacht hat. Aber Tshuva über jede Sünde, die man macht. Steht geschrieben, Leute sind zu David HaMelech gekommen und sagen ihm, David, was ist mit den Menschen, der mit einer verheirateten Frau zusammen war? Was für eine Strafe bekommt er? Weil er hat diese gleiche Geschichte. Nicht die gleiche Geschichte. Ähnlich. Auch nicht. Jeder, der sagt, dass David gesündigt hat, irrt sich. In den Augen von diesen Leuten war es so wie... Noch einmal, die Antwort von David der Melech war nicht in den Augen, sondern David der Melech sagt, derjenige, der mit einer verheirateten Frau zusammen war, seine Strafe ist es mit dem Erwürgen. Und er hat einen Anteil in der nächsten Welt. Aber derjenige, der beleidigt jemand anderen, er hat keine Anteil in der nächsten Welt. Neben Leuten. Aber das Ganze auch, wenn er keine Tshuva gemacht hat. Wenn er, auch der Beleidigende, eine Tshuva gemacht hat, über jede Sünde kann man Tshuva machen. Sicher, es hängt von der Sünde ab. Es gibt Sünden, die sehr schwierig sind, Tshuva zu machen. Die sehr, sehr schwierig sind, Tshuva zu machen. Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt jemanden, über jemanden Lashon Hara in der Öffentlichkeit gesagt hast. Du hast in der Öffentlichkeit über jemanden gesagt, er ist so und so einer. Oh, das hast du verbreitet, überall, alle wissen jetzt, versuche es wieder gut zu machen. Keine Chance. Das heißt, du musst wirklich zuerst einmal, den einen musst du jetzt um Verzeihung bitten, dass er dir wirklich vom Herzen verzeiht. Und nachher all die Leute, die es gehört haben. Oder können wir den Aschreu in Ayalo Mikrechat? Chika Schwein. Lolo, Tase. Nachher, und dann noch Speaker Nashim bei der Knesset. למדע שהיה מספיק אנשים בבית הכנסת, וגם הבן אדם הזה עלה על הבמה כל הכבוד, אשריו, למדתי בן. נכון. מה זה? במקום להשפיל את עצמו, הוא הילל את עצמו בעיני כולם ב-100%. חבל לך. השתבח של עולם. טוב. חבל לך, לצערי. זה הדתות דן. שאת גשרים עם הבעל חובת הלבבות, חובת הלבבות, שאת גשרים ידע דעים בליידיקת את המנחה נוחה עם גשן קשיקת דן כדסטוים דום ידי גלינג את גגי מס תסיך נחזו את וסקרוס הספדין אנקל און זו אינדת אף רבי אלעזר העסקרי
Das Buch Sefer HaKharedim. Lama tisbol yisurim ba'olam hazeh u'ba'olam haba gehenom al amonotecha. Warum sollst du hier auf dieser Welt leiden und in der nächsten Welt in der Höhle leiden für deine Sünden? Tov lecha im tisbol cherpat enosh ve'gidufav ve'lo ta'aneu ve'tismach be'yisurim elu ki refuah ve'nafshecha. Warum sollst du leiden jetzt und später leiden in der nächsten Welt? Leide lieber jetzt, wenn dich jemand beleidigt, wenn dich jemand etwas Schlechtes sagt. Halte den Mund. In dieser Zeit, lieber Gott, Mische Beracha Botenu, segne mich mit Beracha, Beatzlacha. Das ist die beste Zeit, um all deine Wünsche zu wünschen. Und der Chazonisch sagt auch immer, ein Beispiel von Chazonisch, er sagt, wenn jemand zum Beispiel jetzt kommt, hinter dir herrennt mit einem Stock, um dich zu schlagen. Und er kommt zu dir und schlägt dich. Ja? Komme ich jetzt, auf wen werde ich jetzt böse auf den Stock? Sage ich den Stock, wieso schlägst du mich oder auf den Menschen, der ihm schlägt? Ja, der Stock selber kann nicht schlagen. Stock selber kann nicht schlagen, Bach, Shemolat, Beni. Stock kann nicht schlagen. Aber Gott kann schlagen. Das heißt, nicht dieser Mensch, der Mensch von alleine kann das nicht machen. Aber das ist wie gesagt freier Wille von Menschen. Freier Wille von ihm, das ist von ihm. Aber Gott hat ihm geschickt. Das ist so ein System, weißt du? Das ist wirklich so ein System. Mit seinen Benehmen oder wie er sich benimmt, wie er seine Mitzvot und seine Averot macht, er bestimmt, ob er derjenige ist, der diese Avera macht, denjenigen zu schlagen, den das verdient. Das heißt, du musst sehen, manchmal überhaupt die Wut, die wir manchmal wütend auf andere sind. Oder dass wir jetzt über jemanden schlecht, also wir ärgern uns über jemanden. Ja. Im Endeffekt die Wut und das Ärgern bringt dir nichts. Ja. Man sagt, nicht das, was du isst, tötet dich, sondern das, was dich isst. Ja. Das frisst dich auf jedes Mal. Moment, wieso hat er das und wieso macht er das? Das heißt, mit der Wut bestrafst du dich selbst für die Fehler der anderen. Die ganzen Krankheiten kommen von der Wut. Alle Krankheiten kommen von der Wut. Aber noch einmal, mit der Wut, du bestrafst dich selbst für die Fehler von den anderen. Was macht man dann? Ja, man glaubt, wenn man die Wut... Fall, beste Medizin, oder? Beste Medizin ist das, was wir jetzt gelernt haben. Das Ganze zu wiederholen jedes Mal. Loslassen. Jedes Mal wiederholen in dem Moment. Er ist nur ein Bote von Gott. Gottes. Okay. Gott hat ihn geschickt, um mich jetzt zu prüfen, um mir vielleicht einen bestimmten Leid zu geben. Ja, manchmal passiert. Es gibt Tage, wo man das nicht und dann rutscht schon mal eine Hand aus oder. Das darf nicht. Das darf. Oder da. Zum Beispiel jetzt diese Attacken in Israel. Ja, das, jeder von uns ist wütend. Was sollen wir jetzt machen? Schweigen? Nein, bitte. Da. Das ist ja auch eine Botschaft. Sein, oder das nicht? Wütend sein bringt uns nichts. Dann. Wie zum Beispiel, ich habe gesehen ein Video von einem von diesen Esel. Er steht dort mit einem Messer. Oh, ich sage dir, ich habe mich gefragt. Esel ist was Gutes. Ich habe mich gefragt, diese Leute, das sind alles Boten von Gott. So ja, auch ein Esel ist ein Bote. Wenn wir so lernen, ja, wie es jetzt ist, dann sind das alles Botschaften von Gott. Ja, doch. Gott kommt zum Haus. Ganz genau. Der hat die freie Wille. Ganz genau. Warum? Weil er schlecht ist. Darum hat er was Schlechtes genommen auf sich. Nein. Es gibt Emanuel. Menschen, die sind der hat die freie Wille. Gesindelt zu sein. Du, es gibt Menschen, die sind erschaffen worden, um alles zu bringen. Du bist kein Esel, darum machst du das nicht. Die sind Esel drin. Ja, ich nehme meine Wörter zurück. Ich will die Esel nicht damit beleidigen. Aber es ist so wirklich, dass auch diese, diese Terroristen, diese Unmenschen, auch die, und besonders die sind die Boten von Gott, um uns aufzuwecken, weil es ist jetzt überall, wir sind in der Lage, die jetzige Lage, sie ist nicht einfach. Wir befinden uns in einer sehr, sehr schlimmen Lage, jetzt in Sukkot, weil es
ein Video von einem 15-Jährigen, war das Fake oder war kein Fake, ich weiß es nicht. Moment, man hat mich gefragt, also es war ein Video mit über einen 15-jährigen Buben, der kurzzeitig gestorben war, seine Seele war oben, er hat Sachen gesehen, ist klinisch tot, ist zurückgekommen und hat, und er hat Sachen gesehen dort, und diese Sachen, die er gesehen hat, hat er in einem Schuur, was aufgenommen wurde online, hat er nachher dort zwei Stunden lang geredet. Jetzt. Man hat mich gefragt nachher, ob ich den Rabbiner kenne. Man hat mich gefragt, ob ich den Jungen kenne. Und ich sage, ich kenne weder den Rabbiner noch den Jungen kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Aber vom Inhalt her, was dort gesprochen wurde, einen Tag noch vorher, wann dieser Schur gedreht war, habe ich einen Schur gehalten hier in Wien, in der Sukkah von den Chaimovs, in der Sprüngegasse. Habe ich dort einen Schur gehalten, eine Stunde, nicht zwei Stunden, sondern nur eine Stunde. Ich habe nicht erzählt, wie ich oben war, sondern ich habe nur erzählt, das, was in den Büchern war. Und es war sehr, sehr nahe, eins zu eins zu all dem, was er gesagt hat. Vielleicht, ich weiß nicht, hat er vielleicht mal den Schur gehört oder nicht, ich weiß es nicht, aber es war fast dasselbe, dieselben Wörter waren fast dieselben Wörter. Nur, er hat behauptet, dass Gog ist Obama. In meinem Schur habe ich gesagt, dass Gog ist Putin. Aber so oder so, ich weiß nicht, wer das ist. Jetzt, die Lage ist schwierig. Die Lage ist ziemlich schlimm. Die Lage ist ziemlich schlimm und sie wird von Tag zu Tag schlimmer und schlimmer. Und das Ganze ist momentan in Israel. Das Ganze ist momentan in Israel. Jetzt. Lange wird es nicht dauern, und merkt ihr meine Wörter, bis all diese Messerstechereien, Steinewerfereien, Explosionen hier in Wien, hier in Europa passieren werden. Chasme Shalom soll nicht kommen, aber wir sehen, die Lage ist so. Ich war heute am Westbahnhof. Katastrophe. Schon alles auf Arabisch steht dort. Überall siehst du dort Katastrophe. Katastrophe. Alles voll. Ja. Noch einmal, wir haben sehr großes Mitleid mit Flüchtlingen. Wir waren selber irgendwann mal Flüchtlinge. Ja. Aber Flüchtlinge unterscheiden sich mit Flüchtlingen. Wenn jemand irgendwohin flüchtet, um sein Leben zu retten, und jede Hilfe, die man ihm anbietet, nimmt er an und droht nicht die anderen und tut den anderen nichts Böses, das ist kein Problem. Da sind wir dazu da und wir sind für diese Hilfe da. Aber wenn jemand kommt mit irgendwelchen Anforderungen, wir wollen 3000 Euro Taschengeld haben, wenn nicht, nein, wir wollen nicht in Ungarn, wir wollen nur nach Deutschland. Und wir wollen, was ist das denn, das Wasser? Schmeißt es weg auf die Polizisten, bring uns Cola, was ist Wasser? Wenn jemand auf so eine Art und Weise kommt, und wenn du schon selbst auch weißt, dass unter denen, diesen Flüchtlingen, über 30% sind ISIS drinnen, die dich nachher hier schlachten werden, dann verzichte ich auf die Flüchtlinge, verzichte ich auf diese Gütigkeit, auf das Gut zu sein, um mein Leben zu schonen. Aber das ist schon zu spät. Wir sehen, die Lage kommt dazu. Sie kommt dazu. Das heißt, man muss jetzt nicht jemanden, der klinisch tot war, bringen, um es zu sehen. Man muss jetzt nicht irgendwelche WhatsApp-Nachrichten, jemand hat geschickt eine Nachricht, der Mekubal, Nissim Shalom oder irgend so einer, hat in seinen Traum gesehen, Mashiach ist schon bald da, und derjenige, der diese Nachricht nicht an 12 Leute weiterschicken wird, wird nicht verschont. Was soll ich jetzt? Lachen, weinen? Ich weiß es nicht. Aber Mashiach, etwas klarkommt. Ich habe eine andere Nachricht geschickt zurück. המקולבל הרב אלברט שמעונוב חלם את סבא שלו בחלום ואמר לו שהכל שטויות. אבל נוחמד. Heute Mashiach, was klar ist, Mashiach wird nicht kommen durch Facebook und wird nicht kommen durch WhatsApp. Er wird kommen, wann wird er kommen? Wenn wir alle schon hoffnungslos sind, wenn wir in einer Situation sind, wo du dich auf nichts verlassen kannst, weder auf Zahal
noch auf die Polizei, noch auf das österreichische Bundesheer, auf gar nichts. Du bist in einer Situation, wo du jetzt bedroht wirst von überall und du hast nur Gott jetzt. Nur Gott ist jetzt da und in dieser Situation, da kommt Gott, wo die Hoffnungslosigkeit ist, wo du schon überhaupt dich auf nichts verlassen kannst, da kommt der Maschiach. Es steht geschrieben, der Leid von Maschiach wird so sein, dass sogar Rabbi Shimon Bar Yochai hat gesagt, Yete velo achmida. Wenn die Zeit kommt, ich will nicht leben in dieser Zeit. Es wird so eine schwierige Zeit sein, wo sogar Rabbi Shimon Bar Yochai sagt, lass mich lieber ein paar tausend Jahre vorher sterben, ich will nicht in dieser Zeit leben. Ein Drittel wird nicht überleben von der ganzen Welt. Ja, noch einmal, aber die Zeit ist wirklich so. Was sollen wir tun jetzt? Es gibt jetzt Anweisungsvideo für diese Unmenschen, wie man richtig stechen soll. Das heißt, du musst von da hinten kommen, YouTube von vorne kommen. Im Mach Shemam Veshem Zichram. Ja, also das ist das, was die lernen jetzt. Das sind aber auch alle Botschafter. Das sind alle. Und jetzt, was sollen wir jetzt tun? Was ist unsere Aufgabe? Die hat Gott geschickt. Beten. Diese Unmenschen hat Gott zu uns geschickt. Wieso? Weil wir unmenschlich Gott gegenüber sind. Weil wir uns Gott gegenüber nicht ordentlich verhalten. Darum sagt Gott, aha, ihr glaubt, ihr macht, was ihr wollt. Jetzt Parashat Noach, Parashat Noach. Der Mabul, die Unflut, ist nicht gekommen, bis die Leute geschrieben haben, Ktuba, la Zecharim ve la Behemot. Das heißt, sie haben geheiratet, Mann mit Mann und Männer mit Tieren und Frauen mit Tieren und Viechern. Und Ktuba geschrieben, Hochzeit gemacht. Foto, damals, wegen dem ist die Unflut gekommen. Wegen dem ist die Unflut gekommen. Das heißt, und jetzt heute, Tel Aviv, das ist die Stadt, wo die meisten, im Prozentsatz, die meisten Homosexuelle gibt. Nun, glaubst du, dass das macht Gott nicht wütend? Das macht Gott nicht jetzt dazu? Und Gott will, er will uns nicht bestrafen. Gott sagt, ich gebe alles, Israel. Der ganze Leid, der auf die Welt kommt, ist nur wegen Israel. Warum? Um uns aufzuwecken. Das heißt, er gibt irgendwo in Syrien dort ein Blutbad. Warum? Schaut, meine Kinder, das Ganze kann zu euch kommen. Ah, okay, Lisa, wir leben in Österreich, uns wird ja sowieso nichts passieren. Ah, ja? Westbahnhof. Sag dir hier, sag dir ganz nah, sag dir plötzlich Bombenanschläge in Frankreich, sag dir. Zweiter Weltkrieg. Oder Zweiter Weltkrieg war auch, ja, das Ganze war um uns auch. Zweiter Weltkrieg, das war schon, das war nicht um uns aufzuwecken, das war schon die Matsche. Okay, Tomer, wir haben so eine Entfernung und uns passiert nichts. Ja, auch hier ist es passiert, ja, auch hier ist es passiert. Genau, hier ist es gefährlicher als in Israel. Genau, und wir sehen, zwei Sachen gibt es. Zwei Sachen gibt es jetzt, alle, die die Zeiten sagen. Jetzt die Ruhe voll. Ja, manche sagen, es wird in diesem Jahr wird kommen, im anderen Jahr und so. Man sollte nicht berechnen, obwohl der Chafetz Chaim, aber Shalom, er hat gesagt, dass vor der Hitlerzeit hat er gesagt. Noch vor dieser Zeit, es wird ein zweiter Weltkrieg kommen und dieser zweite Weltkrieg sein, er wird schlimmer als der erste sein. Und nachher, nach 10 Schmittot, Schmittah sind 7 Jahre, 10 Schmittot später wird nachher der dritte Krieg sein und er wird schlimmer später. Als alle beide sein. 70 Jahre später? Ja. Jetzt sind wir genau um 10 Schmittot. Und genau jetzt ist es eigentlich, genau, aber man darf nicht mehr reden, das ist das, was der Chafetz Chaim gesagt hat. Damals, vor über 100 Jahren, hat er das schon prophetiert, im Vorhinein prophezeit und im Vorhinein schon uns gesagt. Ja, jetzt. Wir sehen, wir brauchen das Ganze aber nicht, weil wir sehen die Lage. Gott macht das Ganze, um uns die Augen aufzuwecken. Wie kann man es besser? Du siehst jetzt, es ist, steht geschrieben, Chevle Mashiach, Chevle Mashiach, so wie Chevle Leda. Das heißt, so wie eine Frau bei der Geburt. Wehen. Die Wehen des Mashiachs. Eine Frau bei der Geburt hat Wehen. Und es steht geschrieben, so wie der Frau wird es bei einer Geburt sein. Das heißt, am Anfang, sie spürt die Wehen alle 2 Stunden. Dann spürt sie jede Stunde, dann plötzlich jede halbe Stunde, dann alle 10 Minuten, wir müssen schon zum Krankenhaus fahren. Dann alle 2 Minuten und dann Besiman Tov Ben Balano. Ja? Aber das heißt, je öfter jetzt das Ganze kommt, desto näher ist man zur Geburt. Und je stärker die Wehen sind, auch desto näher ist man schon zur Geburt. Das heißt, wir sehen laut den Wehen, die wir jetzt haben,
Es kommt immer näher und näher und näher und wir sehen jetzt, es ist schon nicht mehr mit so großen Abständen. Schon wirklich kurz, kurz, kurz und wir hoffen, dass Gott uns schnell erlöst. Aber zwei Sachen gibt es, was die Gemara sagt, um von diesem Leid befreit zu werden. Nicht die Araber erschießen und nicht sie erstechen, nicht, wenn er kommt und dich bedroht, Kugel in den Kopf, das auf jeden Fall. Wenn du hast eine Kanone und ein Araber kommt auf dich mit einem Messer, sofort auf den Kopf schießen, töten. Das ist klar und deutlich. Aber jetzt, in unserer Zeit, was sollen wir jetzt machen? Wir haben keine Waffen. Was sollen wir jetzt machen? Zwei Sachen. Ja, Sobat Torah und Begimut Hasadim. Nur diese zwei Sachen helfen. Torah und Gemilut Hasadim gegenseitig helfen. Torah, das ist Schurim. Fixe Schurim zu kommen. Was muss die Frau machen? Die Frau muss den Mann zu den Schurim Torah gehen lassen. Wir haben gemacht diesen einen Mittwoch schon für die Paare. Gehen lassen? Ja. Wieso lassen? Gehen lassen. Wenn du rausschmeißen, geh Schurim. Ja, das ist auf deine Version, aber... Aber die Frau sollte den Mann gehen lassen und ihm bitten, dass er zu den Shiur Torah geht. Und auch einmal in der Woche gemeinsam mit dem Mann haben wir hier jeden Mittwoch Shiur für Paare. Mann und Frau können alle sind herzlich eingeladen, kommen. Das heißt, so viel wie möglich Torah, so viel wie möglich Shurim. Nicht nur die fixen Shurim. Das ist selbstverständlich, die muss man einhalten. Außerdem, du fährst mit dem Auto irgendwo hin, auf dem Weg, im Geschäft, in der Arbeit. Ja, heute beim iPhone so viel Giga hast du frei. So vieles kannst du dort reingeben. Gib dort die Vre Torah. Durch, voll, ganz voll. Oder ohne den, im Internet. Heute, Gott sei Dank, hast du 3G gratis. Wie viel hast du? 3 GB, 4 GB für einen ganzen Monat. Kommt drauf an, wenn man bei 3 was für ein Paket. Ja, bei 3 kann man machen. Und ja, du kannst unlimitiert am Rennweg, ja, kann man kommen und dort kann man. Das heißt, man kann dort zu Benny kommen am Rennweg, beim Dreier-Shop. Kann man dort kommen, wenn man sagt, man ist vom Schure dorthin gekommen, bekommt man noch eine Ermäßigung. Und du kannst bekommen, online gibt es so viele Schurim auf allen Sprachen. Auf Deutsch, auf Englisch, auf Russisch, auf Hebräisch. So viel gibt es. Nimm deine Kopfhörer und nonstop Torah. Das ist die erste Sache. Zweite Sache. Gemilut Chassadim, das heißt, das gegenseitige Helfen einander. Ja? Gegenseitige Helfen, du siehst, jemand braucht eine Hilfe. Mit Geld, mit einem guten Wort und so weiter. Das so viel wie möglich. Nur diese zwei Sachen, ja, Sog Batorah und Begmilut Chassadim. Mein Rav Chaim Kanevski gefragt. Und nichts anderes? Und er hat betont, nichts anderes. Außerdem nichts wird uns retten. Nicht, aber vielleicht irgendwie zurückschießen, außerdem wird uns nichts helfen. Rav Chaim Kanevski, das ist jetzt nicht WhatsApp oder Facebook, Rav Chaim Kanevski. Man hat ihn gefragt, außerdem nichts anderes? Er sagt, außerdem nichts anderes. Das heißt, warum? Weil wir wissen, wer schickt diese Unmenschen auf uns zu? Wer jagt sie mit den Messern auf uns zu? Gott macht das. Warum? Um uns aufzuwecken. Um uns aufzuwecken. Und jetzt noch dazu, diejenigen, die gestorben werden, ja, die ermordet werden, weil sie Juden sind, das ist für sie auch sozusagen ein Privileg. Warum? Weil sie kommen nachher in den Himmel, ohne himmlischen Gericht, kommen sie direkt zum Paradies. Ja. Rabbi Yosef Karo, Maran HaBet Yosef, er hat gebetet und gebeten, bitte, tu mir den Gefallen, er will sterben, damit man ihn tötet, so grauslich. Weil er Jude ist. Er hat diesen Verdienst nicht gehabt, er ist mit über 80 Jahren gestorben auf seinem Bett, Rabbi Yosef Karo. Aber die Rabbiner, die Leute beten dazu, weil sterben muss man sowieso. So oder so musst du sterben, aber so kommst du ohne den himmlischen Gericht, kommst du direkt zum Paradies. Ja? Darum, das was wir lernen, egal welches Leid auf dich zukommt, einfacher ist dieses Leid zu überstehen. Einfacher ist es, wenn du siehst und weißt, dass dieses Leid, wer dir diesen Leid geschickt hat. Leid kommt von Gott. Das heißt, wenn es von Gott ist, dann kann ich es etwas einfacher. Aber wenn es jemand anderes, er hat das gemacht, der andere, ist es ein bisschen schwieriger zu bekommen. Gott soll uns geben Kraft, all unsere Leiden zu bestehen und besonders schon diese Chevlei Mashiach vorüber ganz, ganz schnell rauskommen und all unsere Feinde
über denen soll der Vers stehen, Charbam tavo belibotam vekashtotam tishavarne. Ihr Schwert soll ihnen ins Herz, in ihr eigenes Herz gehen und ihre Bogen sollen sich brechen. Amen.